Heute machen wir was in der Jubiläumsfarm. Und die Simone ist unser Filmer. Wir tauschen uns jetzt ein bisschen aus und wechseln uns ab. Wir haben jetzt hier einen 5-Eier-Biskuit backen in der Jubiläumsfarm. Die Simone hat das Ganze eingesetzt. Und wir versuchen jetzt mit der Jubiläumsfarm und mit dem kleinen 14er Ring versuchen wir jetzt ein Gänseblümchen herzustellen, weil die Gänseblümchenzeit kommt ja jetzt. Und wir haben wieder mit dem kleinen Ring markiert, sodass wir einen Kreis haben. Schaut. Und hier hat die Simone jetzt Eierlikör mit Vanillecreme angerührt. Und jetzt gehen wir einfach her und spritzen das Innenleben mit wieder einer kleinen Standhülle von unserem kleinen Verzierset. Spritzen wir jetzt mal das Innenleben vom Gänseblümchen. Jetzt haben wir uns überlegt, wie wir unser Gänseblümchen gestalten. Und zwar haben wir dann die Idee gehabt, das mit unserem Schokofondue zu machen. Und da haben wir jetzt einfach die Weißen schön aneinander gelegt und dann kann das auch jeder zu Hause nachmachen. Das ist jetzt nichts Kompliziertes. Und außenrum haben wir auch noch unsere Lemon gelegt, dass ein bisschen was Grünes auch dabei ist. Und so ist jetzt unsere wunderbare Tochter entstanden. Die sieht doch wirklich schön aus. Also uns gefällt sie. Und da, das sind unsere ganzen Schokofondues, die wir haben im Programm. Und zwar das Weiße und das Wollmilch und die Zartbitter und unser neues Lemon und das Ruby. Und die von Elko, und die können das immer brauchen, dass sie müssen schauen, dass sie immer zu Hause haben, diese ganzen Farben. Die sind wirklich geschickt und kann man für alles zum Verzieren nehmen. Auch für die Gesichtler, für kleinere Sachen. Einfach super. So, Simone, das hast du wunderbar gemacht. Gott sei Dank haben wir immer wieder Ideen. Genau. Und jetzt sagen wir einfach beide Dankeschön. Ja, vielen Dank und backt es nach und viel Spaß damit. Tschüss. Das sage ich auch. Ja. Tschüss. Tschüss.